Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Mieze Medusa. Ich habe das Gefühl, ich stelle mich jetzt mal vor. Ich habe das Gefühl, ich sollte viele von euch kennen. Erkenne euch aber nur teilweise und gehe davon aus, euch geht es ganz ähnlich. Was gibt Hoffnung, wenn man einander kennenlernt? Und ich freue mich darauf, dass wir musikalisch ein bisschen was beisteuern dürfen zu diesem Abend. Wir beginnen mit einem sehr hoffnungsvollen Song, den Juli Anastasiou, um auch sie vorgestellt zu haben, und ich an einem Strand in Griechenland geschrieben haben. Stefan Thaler ist dann dazugekommen. Auf und ab und Zusatzpunkt für dich und immer weiter geht es mehr und immer wie. Hashtag Isoi. Das ganz ein bisschen wirklich Wichtige ist so banal, es kann Refrain von einem Schlager sein. Genieß den Tag, pass auf dich auf, doch denk nicht immer nur an dich. Sei an und widerständig, ständig auf der Suche, aber nicht so oft im Zwist. Was das hier soll, denk an die Mikroorganismen. Mit einem guten Teleskop kann man die aus dem Wetter sehen, es ist doch allgemein bekannt. Der Sinn kommt mit dem Tu, doch nicht so zaghaft, lass dich nicht immer so gehen. Nicht nur den Weg mit dem geringsten Widerstand, auf wie du bist, wie ich dich kenn. Hebst du die Welt nicht nur im Schalter aus den Angeln, pfeif doch auf die Pflicht, doch denk nicht immer nur an dich. Du baust nicht nur ein Haus mit Garten und mit Zwerg. Du bist das um das Feld, das auf dich selbst gestellt, dich nicht so an und für sich, ist das nicht so relevant. Es ist ein Tanz, ein Tal, ein Tanz und es ist schön. Auf und ab und Zusatzpunkt für dich und immer weiter geht es mehr und immer wie. Hashtag Isoi. Hashtag Isoi. Schon gut und schau mich nicht so an, ich weiß genau, du fühlst dich dann und wann. Nicht ganz vorhanden und du wanderst durch die Landschaft, mach Bekanntschaft mit dem Bang und mit dem Angst und mit dem Anders. Wo ist jetzt die Hand, die dich belebt? Wo ist der Mensch, der dir, wenn's nicht so läuft, nicht nur den Rücken zugedreht hält? Wenn du Verstand hast, suchst du lang nach einem Freund, der sich mit dir da unbelehrt den Weg stellt. Was ist Qual und was ist Qualität? Was ist banal und was Genialität? Sind so Quantensprung auf Zwang auf der Suche nach der Antwort auf die Frage nach dem Zahlenwert von Pi. Und hier fehlt noch eine Zeile und die reimt sich dann auf I. Was das hier will, denk an die Makroökonomen. Mit einem guten Reglement kann man auch denen auf die Finger schauen. Sonst pfeift doch auf die Stellen nach dem Pi. Das Gegenteil von was ist oft das Wie. Lass doch zwei auch mal gerade sein. Mach das Fenster auf, lass die Sonne und den Hagel rein. Jeder Zwischenfall muss gleich zu deinem Schaden sein. Wenn die Antwort noch so schwer ist, dir fällt mit Sicherheit die Frage ein. Hashtag. Auf und ab und zu, auf und ab und zu, auf und ab und Zusatzpunkt für dich und immer weiter geht es mehr und immer wie. Hashtag Isoi. Hashtag Isoi. Hashtag Isoi. Dankeschön. Herzlichen Dank, Mieze Medusa und Band, für die musikalische Begleitung des heutigen Abends. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Maria Malcznik. Ich bin die Direktorin des Karl-Renner-Instituts und ich freue mich sehr, Sie alle heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als Renner-Institut die Erstpräsentation des neuen Buches von Markus Materbauer und Martin Schürz, Angst und Angstmacherei, für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht, organisieren durften.
Beide Autoren können ja bereits, wie bekannt, auf ein umfangreiches publizistisches Werk zurückblicken. Und beide, so viel sei auch gesagt, wurden schon mit unserem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch ausgezeichnet. Markus Matterbauer für sein Buch über die Finanz- und Wirtschaftskrise und deren wirtschaftspolitische Ableitungen. Und Martin Schürz erst vor kurzem für sein Buch über Reichtum, das thematisch bereits eine gewisse Vorbereitung auf das aktuelle Buch Angst und Angstmacherei geliefert hat. Die ungleiche Verteilung von Einkommen und in einem besonderen Ausmaß die ungleiche Verteilung von Vermögen ist ein mehrdimensionales Megaproblem, das Demokratie, Wirtschaft, Gesellschaft, Klima und Natur schädigt, aber auch für den einzelnen Menschen ganz individuell ein schlechteres Leben bedeutet. Warum das so ist und wie zeitgemäße moderne Wege und politische Antworten aussehen können, die den Menschen eben die Angst nehmen und Hoffnung geben können, das zeigen Markus Matterbauer und Martin Schürz in Angst und Angstmacherei. Und sie werden uns heute einen Einblick in ihr Buch und in ihre Thesen geben, auf die wir alle schon sehr gespannt sind. Ich bedanke mich beim Schollner Verlag, der ebenfalls ein Kreisky-Preisträger ist, und auch bei Patricia Huber vom Online-Magazin Kontrast für die Kooperation. Und wünsche Ihnen allen und uns allen einen anregenden Abend. Die Bühne gehört jetzt den Autoren. Wir stehen, oder? Guten Abend. Ich sehe hier überhaupt nichts, aber... Ich freue mich trotzdem, weil ich weiß, dass so viele von Ihnen hier sind. Wir haben uns die Präsentation so aufgeteilt, dass ich zum ersten Wort, das im Titel vorkommt, sprechen werde und zur theoretischen Basis, zur politisch-theoretischen Basis, dass dann der Markus übernimmt, zur Angstmacherei sprechen wird und ich dann zu Vermögen. Und am Schluss bin ich beauftragt, auf jeden Fall Hoffnung zu verbreiten, und zu sagen, dass das schon alles was wird. Angst, wir haben keinen Versuch unternommen, auf einer Welle mitzuschwimmen und zur richtigen Zeit von Corona und von Krieg ein Angstbuch mit zeitdiagnostischen Inhalt zu produzieren. Wir haben viel länger dran geschrieben, teilweise schien es uns beiden schon zu lange, und wir haben uns auf Angst aus einem ganz anderen Grund konzentriert. Was uns aufgefallen ist, ist eine Form von Grausamkeit der Politik gegenüber den Ärmsten. Eine Form von Angstmache, die niemals bei den Reichen und Mächtigen ansetzt, sondern immer nach unten tritt. Und das ist irritierend, sogar in meiner psychotherapeutischen Arbeit, die eine Profession ist, habe ich bei Jugendlichen, die sehr gewalttätige Impulsdurchbrüche haben, immer wieder einen Ehrenkodex festgestellt: Wenn jemand liegt, tritt man nicht mehr. Und die Politik kennt das nicht, sondern zelebriert es in gewisser Weise, um Angst zu verbreiten, was alle erwartet, sofern sie nicht funktionieren. Das heißt, wir haben eine bestimmte Form von Angst, weil Menschen haben vielerlei Ängste. Existenzielle Ängste sind unvermeidbar. In unserem Buch geht es um vermeidbare Ängste, um jene Ängste, die nicht sein müssen, wo die Wirtschaftspolitik etwas dagegen unternehmen kann. Es geht also nicht um Angststörungen, obwohl auch die in den letzten Jahren enorm angestiegen sind, kombiniert mit Depressionen. Ein Fünftel bis zu einem Fünftel kann ja im Leben einmal mit solchen seelischen Krankheiten konfrontiert sein. Es geht also nicht um diese Verdichtung, um diese pathologische Komponente, sondern es geht um Ängste, die mit dem Neoliberalismus in Zusammenhang stehen. Was sind das für Ängste? Nun, der Neoliberalismus verspricht Freiheit auf Basis von Privateigentum.
Privateigentum ist der Weg zur Freiheit. Historisch war es das auch. Historisch war das wichtig zur Abgrenzung gegenüber dem absolutistischen Herrscher, gegenüber dem Feudalismus. Doch heute ist dieses Freiheitsversprechen eines, das in keiner Weise mehr allein auf den Staat blicken muss, sondern Angst machen sehr wohl jene Mächtigen, die oft hinter der Politik stehen. Wenn der Neoliberalismus in seiner Erzählung auf diese Freiheit von Privateigentum setzt, dann produziert er zwei Formen von Angst. Die Statusangst und die Versagensangst. Die Statusangst, die ist nicht, wie man glauben könnte, eine Angst, die nur Leute, die gesellschaftlichen Status haben, sondern das ist eine Angst, die durch die Gesellschaft durchgeht. Und die Versagensangst ist jene, die mit dem Leistungskredo, mit diesem Leistungsfetischismus einhergeht, dass man Ängste für durchaus normal hält, weil die Leute eben mittun wollen und wer mittun will, will im Wettbewerb gewinnen. Und da kann es nur einen geben und der zweite ist bereits der erste Verlierer. Und er ist mit diesem gesellschaftspolitischen Konzept des Neoliberalismus ist bereits angelegt, dass es hier zu Verwerfungen kommen muss, psychischer Art. Was wir jetzt tun, wir suchen nach einem Zugang zu diesen Statusversagensängsten, ohne dass wir einfach als Markus Matterbauer, Martin Schürz zu werten beginnen. Also dem sei Angst, dieses tatsächlich nicht so ernst zu nehmen, weil der hat ein kleines Häuschen. Oder dessen Angst ist wichtiger. Wir wollen dem Mama entgehen. Ja? Wir wollen nicht von vornherein werten, wessen Angst begründet ist. Jede Angst wird ernst genommen. Prinz Charles kann ganz schlimme Angststörungen haben. Und die Fragestellung bei ihm ist trotzdem, wieso zahlt er keine Erbschaftssteuer auf sein Herzogtum. Ja? Das heißt, nur der Neoliberalismus versucht den Leuten einzureden, dass genau bei diesem Herzogtum eigentlich das Wesentliche liegt, nämlich die Angst vor Enteignung. Die versucht also immer, wer eine Vermögensteuer von 1% redet, ist bereits Kommunist. Und wer, in Wirklichkeit müsste man natürlich sagen, bei einer Vermögensteuer, die so gering ist, dass sie es nicht schafft, den Reichtum zu schmälern oben, ist das Gerechtigkeitskriterium eigentlich eins, die Reichen sollen reicher werden, weil die legen ja mehr zu. Aber diese Form von Angst diese Formen von Angst entwerten wir nicht. Wir schauen, wo die Politik grausam ist. Ja? Und für diese Grausamkeit haben wir Judith Schückler, eine politische Theoretikerin, als das Buch tragende Referenz. Das ist eine liberale Theoretikerin, da geht es nicht um das höchste Gut, sondern es geht um die Verhinderung des Schlechtesten. Und was ist das Schlechteste, wenn Menschen einander Grausamkeiten antun? Also nach oben von diesem Konzept her wäre die wirtschaftspolitische Gestaltung offen. Es geht um die Verhinderung des Schlimmsten in diesem Ansatz. Und bei einer Gesellschaft, die auf den drei Eckpfeilern aufgebaut ist, Eigentum, Profit und Macht und die all das höchst ungleich verteilt hat, ist die Grausamkeit, die so viel Furcht verbreitet, von der Politik ein nützliches Instrument, das sie gern einsetzt. Und der Markus wird genauer dazu sprechen. Ja, Martin hat darauf hingewiesen, dass konservative Wirtschaftspolitik Angst einsetzt als Instrument. Und jetzt könnte man natürlich ganz viele Beispiele finden, in Österreich höchst aktuelle, auch wenn wir nur an die Debatte zur Reform der Arbeitslosenversicherung denken, an die Versuchsballons, die da gestartet wurden, zu 2 Wochen Wartefrist, bis man das Arbeitslosengeld ausgezahlt bekommt, an die Vorstellung überhaupt von degressivem Arbeitslosengeld, also Arbeitslosengeld, das abnimmt mit der Dauer der Arbeitslosigkeit, dann ist es genau der Versuch, den Ärmsten Angst zu machen, denn dieser Versuch richtet sich natürlich primär gegen die Arbeitslosen und die Arbeitslosen sind die am stärksten armutsgefährdete Gruppe in Österreich.
Zwei Drittel der Arbeitslosen können sich eine unerwartete Ausgabe von mehr als 1.300 Euro nicht leisten. Ein Viertel der Arbeitslosen können sich das Warmhalten der Wohnung oder jeden zweiten Tag eine warme Mahlzeit nicht leisten. Also da geht es wirklich sozusagen um die Ärmsten. Aber es zielt nicht nur auf diese Ärmsten ab, sondern natürlich auch auf die Beschäftigten, die sich ja vielleicht Sorge machen müssen, irgendwann arbeitslos zu werden und dann unter diesen Einschränkungen zu leiden. Jetzt ist die Überlegung, wie kann man auf diese Idee kommen, gerade den Ärmsten zu schaden? Und unsere Ableitung wäre eigentlich, dass das aus dem Laboratorium der wirtschaftlichen Eliten kommt. Also die Eliten überlegen sich irgendwas. Die überlegen sich aber nicht, was ihre eigenen Arbeitsanreize zum Beispiel betrifft, also ob sie heute Abend länger im Job bleiben oder nicht. Die überlegen sich auch nicht, wie die Arbeitsanreize ausschauen für jene höheren Töchter und Söhne, die von der Erbschaft leben und für die jede Steuer zu viel ist, sondern die überlegen sich, wie die Arbeitsanreize für die Ärmsten ganz unten ausschauen. Und das abnehmende Arbeitslosengeld soll eben die anscheinend anreizen, Beschäftigung aufzunehmen. Genauso hat übrigens John Kenneth Galbraith, der berühmte amerikanische Ökonom, den Neoliberalismus charakterisiert, dass dort um Arbeitsanreize geht, indem man den Ärmsten die Sozialleistungen kürzt und für die Reichen die Steuern kürzt. In Wahrheit geht es natürlich um Umverteilung von unten nach oben und das steht offensichtlich auch hinter diesen Vorschlägen. Diese Vorschläge, die Angst machen sollen, gibt es nicht nur im Bereich der Arbeitslosigkeit, da könnte man in Österreich Beispiele finden, 2017 die Abschaffung der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Wir können die ganze Debatte um die angebliche Unfinanzierbarkeit der Pensionen ansprechen. Wir können die Frage Ermöglichung von Befristungen von Mietverhältnissen im Wohnen ansprechen. Wir können die Debatte, die letzte Woche aufgekommen ist, über die angebliche Vollkaskomentalität im Sozialstaat hier verorten. Immer geht es hier darum, Angst zu machen. Mit diesem Angstmachen nehmen die wirtschaftspolitischen Eliten in Kauf, dass die soziale Situation der Ärmsten noch verschlechtert wird oder möglicherweise fördern sie sogar diese Verschlechterung. Sie nehmen auch in Kauf, dass die Demokratie gefährdet wird. Und das ist eine zentrale These unseres Buches, dass die Verbreitung von Armut und Angst dazu führt, dass die Demokratie unter Druck gerät, weil die Angst haben müssen, sich dazu neigen, sich zurückzuziehen, sich nicht vertreten zu fühlen. Erst gestern hat im Zuge der Berichterstattung über die Ergebnisse der Tirolwahl Sora eine Umfrage veröffentlicht, dass 84% des unteren Einkommensdrittels glauben, dass sie von der Politik als Menschen zweiter Kategorie behandelt werden. Und nur 18% sind der Meinung, dass sie im Parlament gut vertreten sind. Das ist ein Alarmzeichen für die Demokratie, das aus dieser Angstmache entsteht. Emanzipatorische Politik muss das Gegenteil tun, nicht Angst machen, sondern Angst nehmen. Das ist der Anspruch, den wir ableiten aus dem Liberalismus der Furcht von Judith Schöckler. Und sie muss aber darüber hinausgehen, sie muss Hoffnung machen. Das wäre unser Anspruch. Also wenn wir emanzipatorische Politik messen wollen, dann wie stark ist sie in der Lage, den Menschen Hoffnung zu geben? Und wir finden, dass die Brücke zwischen Angst und Hoffnung soziale Sicherheit ist. Und damit beschäftigen wir uns im ersten oder eigentlich im zweiten Teil des Buches, wo es darum geht, wie man soziale Sicherheit verbessern kann. Es ist der Sozialstaat nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden, um genau das zu tun, um den Menschen Angst zu nehmen und ihnen Hoffnungen zu geben. Und wir sagen ja, dass der Sozialstaat, dessen Meilensteine wir versuchen nachzuzeichnen, was die großen sozialen Fortschritte waren, die Pensionsversicherung und das Arbeitsrecht, die Arbeitszeitverkürzungen bis herauf 2010 zur Schaffung der bedarfsorientierten Mindestsicherung, die wenige Jahre später wieder abgeschafft wurde, zeigen wir, wie diese Meilensteine des zivilisatorischen Fortschritts durch den Sozialstaat gesetzt wurden. Gleichzeitig sind wir aber bemüht, ein Rezensent hat geschrieben, akribisch bemüht, die Defizite des Sozialstaates darzustellen. Und das tun wir in vielfältiger Weise, ob es der Mangel an psychotherapeutischer Betreuung ist oder bis zur fehlenden Armutsfestigkeit des Sozialstaates. Und wir versuchen, ausgehend von diesen Überlegungen
darzustellen, wie der Sozialstaat diese Sicherheit wieder geben kann und was er braucht, um das tun zu können. Also von der Frage, was ist zu wenig, von der wir ausgehen, zu überlegen, wo können denn Ansatzpunkte für emanzipatorische Politik gesetzt werden. Und ich möchte vielleicht in ein paar wenigen Beispielen das abhandeln. Beginnen wir mit der Arbeitslosigkeit, weil das degressive Arbeitslosengeld dargestellt wurde. Unser Vorschlag ist klarerweise die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Wir diskutieren verschiedene Konzepte, sagen dann, wir brauchen eine deutliche Erhöhung, damit die Arbeitslosen wenigstens zur Armutsgefährdungsschwelle kommen, was im Moment bei weitem nicht der Fall ist. Wir diskutieren eine Reihe von weiteren Geldleistungen, ob das die Wiedereinführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung, die Mindestpensionen, Unterhaltsvorschuss etc. ist und sagen, dass aus dieser Erhöhung von Geldleistungen es möglich wäre, in Österreich eine Null-Armutsstrategie umzusetzen. Wir sagen, dass man etwa 2 Milliarden, vielleicht 3 Milliarden Euro brauchen würde, um in Österreich manifeste Armut völlig zum Verschwinden zu bringen. Das klingt zunächst viel, aber auf der anderen Seite wissen wir, dass die paar Hände voll Milliardäre und Milliardärinnen, die es in Österreich gibt, diese 2 bis 3 Milliarden Euro locker finanzieren könnte, ohne irgendeine Einschränkung des eigenen Vermögens erleben zu müssen. Und jetzt ist es aber so, dass rein Geldleistungen zwar Armut wahrscheinlich gut bekämpfen würden, aber das bei Weitem nicht ausreicht, um Armut wirklich zu verhindern. Und deshalb geht es uns ja auch nicht darum zu sagen, die Arbeitslosen sollen möglichst viel Geld bekommen, sondern das, was aus der Armut wirklich herausführt, ist ein guter Job, von dem man auch gut leben kann. Das heißt, der Anspruch muss sein, gute Jobs zu schaffen. Und wir diskutieren recht ausführlich, warum wir glauben, dass hier ein gewisser Anlass zu Optimismus ist. Und der entsteht aus einem Phänomen, wo ich würde sagen, die Mehrheit der österreichischen Berichterstattung das als eines der großen Probleme sieht, nämlich Arbeitskräfteknappheit. Und wir drehen das um und sagen, eigentlich ist das das Beste, was uns passieren kann, Arbeitskräfteknappheit. Warum? Weil dann zum Beispiel Arbeitslose leichter Jobs bekommen können. Weil zehntausende Frauen, die im Moment 15 bis 20 Stunden Teilzeit beschäftigt sind, die 30 Stunden vielleicht bekommen können, die sie gern arbeiten würden. Weil zehntausende Ältere, die gerne nicht aus der Arbeitslosigkeit, sondern aus der Beschäftigung in Pension gehen würden, dann diese Chance haben können, weil hunderttausende Leute, die im Moment in schlechten Jobs sind, auf gute Jobs wechseln können und Arbeitskräfteknappheit würde ihnen das eigentlich ermöglichen. Bedeutet also eine Verbesserung der Situation für die, die im Moment am schlechtesten gestellt sind. Wir glauben, dass Politik das anstoßen sollte, verstärken sollte, mithelfen sollte, dass man diese positiven Elemente von Arbeitskräfteknappheit auch wirklich umsetzen kann und fordern zum Beispiel, dass der Arbeitsminister, statt sich über degressives Arbeitslosengeld nun schon 1,5 Jahre lang darüber nachzudenken, einfach das AMS beauftragen könnte und sagen könnte, es werden nur mehr Anführungszeichen gute Jobs vermittelt, also zum Beispiel mit einer Lohnuntergrenze von 1.700 oder mehr. Auf schlechtere Jobs wird nicht mehr vermittelt. Arbeitslose, die immer wieder in Konflikt mit dem Arbeitsinspektorat, Arbeitsunternehmen, die immer wieder oder Betriebe, die immer wieder in Konflikt mit dem Arbeitsinspektorat geraten, an die wird überhaupt nicht mehr vermittelt, die werden gesperrt. Also das wären so Mindeststandards im Sozialstaat, die wir uns vorstellen, wo konkrete Verbesserungen möglich sind. Wir diskutieren diese Mindeststandards aber nicht nur im Bereich des Arbeitsmarktes, sondern auch in der Frage der Gestaltung des Sozialstaates, etwa im Bereich der Bildung, wo der Anspruch wohl sein muss, dass kein Kind zurückgelassen wird, dass besonders in jene Kinder investiert wird, die bildungsfernen Hintergrund haben, aus schwierigeren Verhältnissen kommen. Das wäre doch eigentlich Chancengleichheit, dass man für die, die am weitesten zurück sind, in die am meisten investiert. Wir stellen uns die Frage, wie ein modernes Pflegesystem ausschauen könnte, nachdem die Angst, im Alter nicht gepflegt zu werden, eine der schwerwiegendsten Ängste ist, die die Menschen haben. Und wir glauben, dass das natürlich die Ausweitung des sozialen Pflegesystems sein wird, dass aber insbesondere die Frage gestellt werden wird müssen, wer uns denn in Zukunft pflegt und wie wir sicherstellen, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, ausreichend entlohnt sind, gute Arbeitsbedingungen haben. Wir diskutieren recht ausführlich, um vielleicht hier noch ein konkretes Beispiel zu nennen, wie man aus der Ausbeutung, die es gerade bei Pflegearbeit gibt, denken Sie an die 60.000 24-Stunden-Betreuerinnen,
die ausgebeutet werden, scheinselbstständig sind und die auch zu den Ärmsten in unserer Gesellschaft kommen, ob wir die nicht integrieren könnten in das soziale Pflegesystem mit Mindeststandards, was dafür notwendig wäre. Wir unterhalten uns ausführlich drüber und haben gerade über dieses Kapitel auch viel diskutiert, wie denn im Wohnen, das hier die neue soziale Frage werden kann, dort Mindeststandards geschaffen werden. Und so wie in der Pflege ist dort ganz entscheidend, dass das im Bereich der öffentlichen Hand bleibt, dass die Finanzinvestoren, die hier in allen Ländern hineindrängen, in diese Sektoren draußen gehalten werden. Wenn wir also versuchen, uns zu überlegen, welche Untergrenzen im Sozialstaat möglich wären, weiterentwickelt wären, ausbaubar sind, dann geht es darum, den Sozialstaat weiterzuentwickeln, auf etwas aufzubauen, was bisher erfolgreich war, aber nicht ausreichend für die jetzigen Bedürfnisse ist. Es geht um die Frage, was ist zu wenig und wie können wir den Menschen helfen, die zu wenig haben? Wie können wir sie aber nicht hier als Bittsteller antreten lassen und gewissermaßen ihnen auf paternalistische Weise zusätzliche Leistungen zukommen zu lassen, sondern wie können wir sie ermächtigen, für die eigenen Interessen und jene von anderen einzutreten? Damit geht es um Untergrenzen im bei den Sozialstandards, aber es geht auch um die Frage, wie wir die Demokratie retten können. Es stellt sich vielfach, und das sind jetzt schon meine letzten Überlegungen, die Frage, naja, wenn ihr glaubt, dass der Sozialstaat, dass dort die Untergrenzen gestärkt werden sollte, dass man Pflege, Wohn- und Bildung ausbauen muss, das muss ja irgendwie finanziert werden. Richtig, das wird alles viel teurer als heute. Und die Europäische Kommission hat eine Prognose oder eine Abschätzung gemacht, wie sich die Sozialausgaben in Österreich in den nächsten 50 Jahren entwickeln werden. Und da steigt nach dieser Szenarienrechnung, steigt die Sozialquote von jetzt ungefähr 29-30% um etwa 4 Prozentpunkte an der Wirtschaftsleistung. Das ist irrsinnig viel, sehr viel Geld. Und wir stellen uns jetzt die Frage, wie kann man denn das einordnen, wenn wir die Prognose für die nächsten 50 Jahre anschauen. Schauen wir eigentlich einfach 50 Jahre zurück. Wie hat sich denn da die Sozialquote entwickelt von 1970 bis heute, also die Sozialausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung? Die Sozialausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung sind von 1970 bis heute um 8 Prozentpunkte gestiegen. Und hat uns das in den wirtschaftlichen Konkurs geführt? Nein, aber wie war es finanzierbar? Weil gleichzeitig die Abgabenquote, also die Steuern und Beiträge, exakt im gleichen Ausmaß um 8% der Wirtschaftsleistung gestiegen ist. Das heißt, wir haben einen besseren Sozialstaat, dadurch finanziert, dass wir mehr eingezahlt haben in den Phasen, wo wir gute Jobs hatten und Einkommen erzielt haben und wo wir was herausbekommen, wenn diese Phasen nicht da sind. Das gibt wahrscheinlich einen Fingerzeig, wohin es auch in Zukunft gehen soll. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zu den letzten 50 oder 70 Jahren. Als 1945, 1946 der Sozialstaat gegründet wurde, konnte er nur finanziert werden, konnten die Pensionen, das Arbeitslosengeld, die Gesundheitsausgaben nur finanziert werden aus den laufenden Einkommen der damals Beschäftigten. Einen Kapitalstock, Vermögen oder Ähnliches gab es 1945 nicht. Es war nur möglich, die Ausgaben für die Pensionistinnen und für die Arbeitslosen aus den laufenden Arbeitseinkommen zu finanzieren. Und so ist unser Sozialstaat auch finanziert. Heute ist die Finanzsituation eine völlig andere. Heute sind die Vermögen der privaten Haushalte ungefähr 6-mal so hoch wie die laufenden Einkommen eines Jahres, die Lohneinkommen. Und heute stellt sich die Frage, wie der Sozialstaat finanziert werden soll, deshalb ganz anders. Und damit kommen wir als Ergänzung zu den Untergrenzen, die wir setzen wollen, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die Demokratie zu retten, zu den Obergrenzen, die notwendig sind, um diese Ziele von der anderen Seite her zu verfolgen. Wir haben jetzt das Problem gehört, wir haben die Lösungsideen gehört, wer ist zuständig dafür? Man würde dann sagen, ja, die Politik muss das nur aufgreifen, unsere Ideen, und müsste was tun. Und da beginnt sie, keine Sackgasse, aber eine gewisse Dunkelheit abzuzeichnen. Weil es ist sozusagen klar, wenn das Vermögen so viel stärker wächst als das BIP, dass auch die Finanzierung des Sozialstaats stärker über die Vermögensseite laufen muss. Die Ideen, die wir bringen, haben andere schon gebracht. Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Bodenwertabgabe, die diskutieren wir aber, glaube ich, in einer offeneren Weise als sonst. Ja? Nämlich, warum die Situation,
wirtschaftspolitisch so schwierig ist, ist, dass nicht Tachles geredet wird, dass Sachen nicht beim Namen genannt werden. Ja? Dass es einer Vermögensverteidigungsindustrie, wie es Jeffrey Winters genannt hat, die da besteht aus Steuerberatern, die die Steuerschlupflöcher ausfindig machen, aus Medien, wo ein bestimmter Spin dem Ganzen gegeben wird, aus unabhängigen Denkwerkstätten, die sich als Fabriken sehen und die für die vermögenden Milliardäre, die das Institut haben, auch Erzählungen fabrizieren, dass sich zu diesen usual suspects, zu den üblichen Verdächtigen, natürlich auch die Sozialdemokratie und die Grünen stellen, ja, durch eine besonders laue Haltung. Ja. Diese laue Haltung nur ganz kurz an drei Beispielen. Es wird so getan, als wäre die Trennlinie jene zwischen Staat und Markt. Und die SPÖ sagt etwa, ja, wir sogar mit der industriellen Vereinigung sind wir jetzt einig, wir müssen helfen. Dieses Helfen in Zeiten von dieser KOFAG-Überförderung ist eine Form von Täuschung, weil der Kleine kriegt was Kleines und der Große kriegt halt die Millionen. Wenn man die Vermögen betrachten würde, dann ist es nicht klar, wieso der Herr Ho Hilfestellung braucht. Es wird also ein nobler Begriff wie Hilfe pervertiert und es wird gesagt, wir müssen jetzt allen helfen. Nein, Subsidiarität, wir müssen den Hilfsbedürftigen helfen. Wir müssen nicht allen helfen. Beim Klimabonus hält niemand gegen, dass man sagt, ja, kriegen ihn jetzt Asylwerber oder kriegen ihn nicht. Die Fragestellung wäre die, wieso kriegen denn überhaupt einkommensstarke Menschen, aber wieso kriegen echt Vermögende? Diese Verteilungsfragestellungen werden immer zugedeckt. Das zweite Beispiel ist das Ausweichen, also dass die Vermögensverhältnisse, das ist jener Punkt, den Birmin Fessler und ich in einem Paper, was nächstes Monat herauskommt, von der University of Chicago, also keine kommunistische Zelle, sondern, und dort ist unsere Schlussfolgerung, wer aufs Vermögen schaut, sieht die alte Klassengesellschaft. Es ist halt eine Klassengesellschaft, wo unten die Mieter stehen, in der Mitte stehen die mit ihren kleinen Häuseln, die Immobilieneigentümer und oben sind Kapitalisten. Und der Markus hat gesagt, die soziale Frage wird sie beim Wohnen entscheiden. Ja, dass es in Berlin losging, hat damit zu tun, dass es hier tatsächlich um jene geht, die in Österreich die Hälfte ausmachen und die kein nennenswertes Vermögen haben. In Österreich hat das oberste 1% fast die Hälfte des Vermögens. Wenn ich jetzt beginne, bei der Vermögenssteuer zu sagen, SPÖ, jetzt passt die Zeit nicht, Werner Kogler, später die Frage stellen. Wenn ich so vorsichtig beginne, kann ich ja gleich aufgeben. Ja? Wenn sie es aber mal fordern wenigstens, dann sagen sie, na, aber die Bauern sollen nichts zahlen und die Unternehmer sollen auch nichts zahlen und den Freibetrag legen wir in die Lichthöhe und wenn das alles nicht reicht, machen wir noch weitere Ausnahmelisten. Da muss doch jeder riechen, dass sogar die Proponenten von so einer Vermögensteuer an das nicht glauben. Genauso bei der Erbschaftssteuer, wenn ich mir so fürchte, nicht zu sagen, die Erbschaft ist unverdientes Vermögen, ob ich einen Hunderter kriege oder 100 Millionen, wenn ich sofort opportunistisch zu überlegen beginne, wie viel haben denn meine Wähler und wie hoch lege ich daher dort den Freibetrag und Familie haben alle gern. Ja, Familie ist natürlich ein Konkurrenzprinzip zu sozialer Gerechtigkeit, aber wenn ich nicht beginne einen offenen Diskurs, wie sollte das je kommen? Als Vermögensforscher beobachte ich, seit 20 Jahren produzieren wir Zahlen und jedes Mal gibt es den Aufschrei, Chancengleichheit, Gerechtigkeit. Ja gut, aber in der Politik geht es nicht nur um die Symbolik oder sollte es nicht nur gehen. Ja? Und es geht auch nicht an, dass man das verlegte Thema der Vermögensungleichheit dorthin legt, wo es leichter behandelbar scheint, bei Bildung etwa. Was ändert sich in einer Gesellschaft, wenn ich zwei tüchtige Arbeiterbuben haben, die da durchmarschieren durchs System, der eine bringt Hartz IV, der andere beratet Diktatoren. Was ist die Gesellschaft dadurch besser geworden? Nein, man müsste natürlich strukturell ansetzen. Diese Idee von Bildungsaufstieg, das ist eine, die darauf abstellt, jenen die Schuld zuzuweisen, die einfach nicht die Kapazität, die Kompetenz mitbringen.
Das ist das, was ich vorher Leistungsfetischismus genannt habe und was so viele Probleme reinbringt. Das heißt, die Machtfrage bleibt zentral in einer Klassengesellschaft. Und wenn man diese Sachen nicht vertröstend und in sentimentaler Weise, weil Kinderarmut beansprucht wirklich jeder. Und ich habe auch noch nie einen Politiker gehört, der gesagt hat, wir müssen mehr Ungerechtigkeit wagen. Also für Gerechtigkeit sind auch alle. Nur man muss natürlich in den einzelnen Dingen aussprechen Belange, die überall schwer auf einen einhelligen Konsens finden. Und das ist in unserem Buch der Versuch, das zu öffnen. Also wir gehen nicht von irgendeinem Agenten aus, wie sonst, oder wir gehen auch nicht von diesen Anreizen aus, weil da müsste man eben hinschauen, was haben Politiker für Anreize? Haben die Anreize, einen besseren Sozialstaat zu machen? Wäre sehr seltsam, wenn man sich anschaut, wo sie nachher alle landen. Ja? Das klare Anreiz von der Politik ist natürlich bei den Vermögenden ein warmes Plätzchen, ob das jetzt Immobilienberater ist oder Unternehmensberater oder in irgendwelche Aufsichtsräte. Also der Anreiz an dieser Welt, die von wenigen im Vermögensbereich beherrscht wird, etwas zu ändern, ist kaum sichtbar. Unser Buch, wir versuchen, indem wir Gespräche mit engagierten Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen geführt haben. Wir bringen über diese Seite, glaube ich, so einen Moment von Hoffnung schon herein. Die Leute sind teilweise überhaupt nicht unserer Meinung, sagen, Hoffnung habe ich eigentlich keine und so. Also sie haben dieses Hoffnung um der hoffnungslosen Willen praktisch, wie es bei Walter Benjamin heißt. Sie tun einfach weiter. Sie bleiben im Engagement, in der Gewerkschaftsbewegung, in 24-Stunden-Betreuung und sie tun was. Und sie sind keinesfalls also weitere Sprachrohre von den Autoren, die das nur anders formulieren, sondern das kollidiert sicherlich vielfach mit unseren Vorstellungen. Aber es scheint uns, man muss diesen Weg gehen, wenn man die ungleiche Verteilung ernst nimmt, dann muss ja davon ausgehen, dass jeder ganz was anderes sieht. Und dann gibt es wenigstens, sollte es diesen Versuch geben, dass man mit Argumenten überzeugt. Und damit ich nicht zu lang rede und die Hoffnung nicht noch vergesse im letzten Moment, also den Überreichtum habe ich sowieso vergessen. Der Überreichtum ist ein eher logisches Argument. Das gehört sowieso so bezeichnet. Warum? Naja, weil die Armut was Negatives ist und Reichtum sehen viele Leute als was Tolles und ein bisschen und haben ein Verständnis ganz unterschiedlicher Art. Aber Überreichtum ist negativ konnotiert. Das ist demnach ein Gegenbegriff. Und das ist auch etwas, was in psychotherapeutischer Hinsicht ganz wichtig ist, diese Idee des Holding, dass eben ein Rahmen gestellt wird, weil sonst die Demokratie, wo dann Entscheidungen für oder gegen Wohlfahrt stattfallen, die funktioniert ja dann längst nicht mehr. Das heißt, da geht es also nicht darum, dass das das Sahnehäubchen ist, da jetzt eine Grenze, jetzt machen sie die Grenze doch bei einer Milliarde und so. Nein, um das geht es nicht. Es geht darum, dass eine Grenze auf jeden Fall inkludiert sein muss, weil sonst der Rahmen nicht hält. Ja? Sonst explodiert das auf der einen Seite. Hoffnung, ich höre auf. Danke. Da habe ich nicht einmal einen Stichwortzettel gebraucht, weil diese Veranstaltung findet ja netterweise in der Alfred-Adler-Gasse statt. Ja? Ich bin Adlerianer und ich möchte daher mit einem Zitat enden. Es ist nicht Adorno, sondern es ist Alfred Adler. Und Alfred Adler, der ja in dem wunderbaren Roten Wien ein engagierter Mitstreiter war, hat 1927 Menschenkenntnis verfasst. Und da sagt er, ja, die Lebensangst der Menschen kann nur vermieden werden, wenn sie sich den anderen zugehörig fühlen. Also nur über Gemeinschaftsgefühl. Und mir scheint das nicht pathetisch, sondern sehr, sehr einleuchtend. Klarerweise ist das die Alternativ-Lebensweise, wie Erich Fromm, des Seins und Gegens haben. Und ich glaube, wer eben im Miteinander diesen Ausweg sucht, aber wenn man nicht findet, ist auf einem guten Weg unterwegs. Voll super.
vor euch. Ich mag euch nicht zwangsouten, deswegen zwangsoute ich mich nur selber. Vor euch steht eine freischaffende Künstlerin, die vor 2 Jahren in die Situation gekommen ist, dass von einem Tag auf den anderen der halbe Kalender, den man so hart erkämpft hat, leergefegt war. Wir hatten schwierige Zeiten, vielleicht ganz, also wir haben schwierige Zeiten, aber vor 2 Jahren hat das sehr drastisch sich gezeigt. Ich kann mit extrem viel mitfühlen, was ihr gerade gesagt habt. Als Künstlerin wird da ganz oft erzählt, du musst die Beste sein, du musst die gegen die anderen durchsetzen. Das ist tatsächlich Blödsinn. Wir brauchen tatsächlich keinen Druck, was wir brauchen ist Sog. Und nichts besser, als wenn dann im Umfeld Leute sind, die besser sind als du. Nichts besser, weil es dann für alle mehr wird. Das ist künstlerisch ganz sicher wahr und wahrscheinlich sonst auch. Es ist jetzt Folgendes. Wir haben jetzt einen Song mitgebracht. Ich bin Poetry Slammerin, ich bin Autorin und ich bin im Hobby Rapperin. Und wir hatten jetzt 2 schwere Jahre und ich habe einen Song drüber geschrieben. Es ist das Schlimmste, was man machen kann, den zum ersten Mal auswendig machen vor einem Publikum, das er nicht kennt. Wahrscheinlich keine Hip-Hop-Fans sind. Und ich habe das gewusst, dass wir den Plan gemacht haben, aber der Titel von der Veranstaltung redet ja über Angst. Man soll sowieso von nichts Angst haben in Wahrheit, zumindest von nichts auf der Bühne. Und deswegen machen wir das jetzt, aber ich brauche euch, weil es wird hart. Für mich wird es hart, für euch hoffentlich nicht. Er beginnt später dann mit dem Satz, was für blöde Zeit. Ihr müsst echt helfen, mit Liebe und allem. Was für eine blöde Zeit, alles so schaumgebremst. Wir machen weiter, halten durch, bist auch so ausgebrennt. Halten weiter, machen durch, bist auch so ausgebrennt. Na wow, gerade noch gebraucht die nächste Pressekonferenz. Sie gibt der Tagesinzidenz ein schlechtes Google-Rating. Will dich wirklich wieder gespieren, keine Lust auf Online-Dating. Stimmt ja nicht, dass früher alles besser war. Frag dich, wer wohnt das Glück, denkst nicht an letztes Jahr. Denk an Beisel und ein Backstage-Bus, einsteigen bitte, ganz egal wie voll der Bus ist. Schluck von deinem Drink, fühlst dich wohl, wenn man singt. Ganz normale Sachen, Kino, Straßenfest und Garteln auf die Couch, erst am Abend. Und die Mama schnell umarmen. So weit entfernt, ich will nicht, dass das so bleibt. Wieder was gelernt, die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Hoffen wir zusammen, Leben geht wie Radl, man verlernt es nicht. Hoffen wir, Hände waschen bleibt. Es wäre wert, wenn die Welt wieder näher zusammenrückt. Wir haben euch so sehr vermisst, wir haben euch so sehr vermisst. Wir haben euch so sehr vermisst, wir haben euch so sehr vermisst. Da dürft ihr beim zweiten Mal mitmachen. Was haben wir alles gemacht? Wir haben kochen gelernt, wir haben die Wohnung geputzt, wir haben Zoom, wir haben Skype, wir haben Zeit und die Kajon genutzt. Eltern was gelernt, die Aufgabe ist zum Mitschreiben, Gleichung mit 2 Unbekannten, kannst ein bisschen mitweiben, Sprachen lernen, Online-Kurs, hörst nicht, wie die Ferne ruft. Treffen mit der Menschen ist ein unbezahlter, jedes Treffen mit der Menschen ist ein unbelohnter Bonuspunkt. Stimmt ja nicht, dass früher alles besser war? Frag dich, wer doch wohnt, das Glück denn sich dann letztes Jahr, denn ich denk an Beisel, Rundenbeck des Busses, einsteigen bitte, ganz egal wie voll der Bus ist. Schluck von meinem Drink, fühl dich wohl, wenn man singt. Denk an ganz normale Sachen, Kino, Straßenfest und Garteln. Couch auch erst am Abend und die Mama schnell umarmen. So weit entfernt, ich will nicht, dass das was bleibt. Wieder was gelernt, die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Hoffen wir zusammen, Leben ist wie Radeln, man verlernt es nicht. Hoffen wir, Hände waschen bleibt. Es wäre wert, wenn die Welt wieder näher zusammenrückt. Wir haben euch so sehr vermisst, wir haben euch so sehr vermisst. Wir haben euch so sehr vermisst, wir haben euch so sehr vermisst. Einmal noch. Machen wir nochmal ein Refrain und dann machen wir es mit. Hoffen wir zusammen, Leben ist wie Radeln, man verlernt es nicht. Hoffen wir, Hände waschen bleibt. Es wäre wert, wenn die Welt wieder näher zusammenrückt. Wir haben euch so sehr vermisst, wir haben euch so sehr vermisst. Wir haben euch so sehr vermisst, wir haben euch so sehr vermisst. Danke. Ja, hallo, schönen guten Abend auch von mir. Wir haben uns da ein bisschen umgesetzt, weil mir hat der Josef Brokal vorher gesagt, die Moderatorin darf nicht in der Mitte sitzen. Also den Rat habe ich jetzt befolgt.
Ja, zu eurem Buch. Also ihr habt als zwei Ökonomen ein Buch über Wirtschaftspolitik geschrieben. Das ist mal naheliegend, aber eigentlich auch ein Buch über Gefühle, über Angst, über die psychischen Folgen, die bestimmte Wirtschaftspolitik, die neoliberale Wirtschaftspolitik mit den Menschen macht. Entschuldigung. Vielleicht könnt ihr nochmal auch aus psychotherapeutischer Sicht darstellen, was diese Dominanz der Angst auch als Grundstimmung in unserer Gesellschaft, vor allem in bestimmten Schichten, mit den Leuten macht, vor allem auch mit Kindern macht. Das ist im Buch auch recht wichtig. Und warum es eben vermeidbare Ängste zu vermeiden gilt. Wenn ich vielleicht antworten darf. Ich glaube, der Punkt, den du da in der Frage eingebaut hast, ist sehr wichtig. Was es mit Kindern macht, wie man ihre Eltern behandelt. Ich glaube, das ist ein besonders verheerender Punkt. Also wer sagt, ja, das sind halt Eltern, die in der Früh nicht aufstehen, ja. Also wenn ein Studienabbrecher das sagt, sagt er natürlich viel über seine eigene Psyche und an seine eigenen Aggression. Aber wenn man auf die Kinderebene wechselt, ja, dann sehen die ja sozial beschämte Eltern. Ja. Das sind dann eben faule Versager, das sind echte Minderleister. Das ist ja immer das Gegenteil von der Leistungsträgerverherrlichung. Wenn es da so tolle Leistungsträger gibt, müssen ja andere schwächer sein. Und wie es vorher mit Medusa gesagt hat, ja, der zweite, diese Wettbewerbsgeschichte läuft über die soziale Beschämung in dieser Hinsicht besonders stark. Ja? Dass die Eltern abgewertet werden, was den Kindern natürlich besonders wehtun muss. Egal wie sie, in welchem Verhältnis sie zu ihren Eltern stehen. Und was während den letzten Jahren passiert ist, ist ein enormer Anstieg, besonders bei Frauen und bei Jugendlichen, an Angststörungen gemischt mit Depressionen. Schulverweigerer, diese Lockdown-Phasen, die waren schlimm für die Einkommensärmeren in beengten Wohnverhältnissen. Und die Kinder sind vielfach übersehen worden, ja. Kinderarmut abstrakt, habe ich vorher gesagt, will niemand haben. Aber psychisch kranke, psychisch auffällige Kinder aus armen Haushalten, denen will auch niemand helfen, wie Trude Bogi von der Individualpsychologie, eine Gesprächspartnerin von uns, auch immer wieder betont hat. Das bedeutet, da verschwindet auf einmal eine Gruppe aus der Gesellschaft, die das nicht leicht aufholen können, sondern die hier dauerhaft hinten nach praktisch sind. Und diese Angst, die von allen Seiten kommt und sie eben in so vielfältiger Weise zeigt, dass wir nur fürs Buch konzeptuell, damit wir nicht einfach über irgendwas plaudern, ja, über irgendein Gefühl. Deswegen haben wir so aufgepasst, dass wir an jene Gefühle anknüpfen, die in Zusammenhang stehen mit dieser großen Erzählung, jeder kann es schaffen und du musst es nur wollen und diese ganze neoliberale Angstratgeberliteratur, die es da gibt, wo immer die Pointe ist ja immer, du bist das, du bist schuld, du kannst es ändern. Das heißt, es wird immer diese Vereinzelung, die angestrebt wird im Neoliberalismus, die findet sie dann in der psychischen als noch eine neue Aufgabe. Es muss an mir liegen, ja. Deswegen sind Jugendliche manchmal befreit richtig, wenn sie eine Diagnose kriegen und sagen, na, das ist eine Krankheit, diese Angststörung hat sie tatsächlich. Das ist nichts, wo ich einfach eine Defizienz habe, sondern das ist etwas, was auch eben bei Armen eben mit irrsinnig viel drumherum zu tun hat. Also diese multiplen Geschichten sind das Wesentliche, dass die Angst nicht nur eine Komponente hat, sondern so viel dazu kommt, ob eben bei armen Kindern in erster Linie die Angst, was passiert mit den Eltern, ja? Was ist mit meiner Mutter, was ist, wenn der Vater den Job verliert, all diese Sachen triggern vielleicht latent schon vorhandene Geschichten und erschweren auf jeden Fall das Umfeld. Eigentlich therapeutisch kann man nur arbeiten, wenn die Kinder in einen sicheren Kontext zurückgehen. Ja?
Man sagt, so mit einem traumatisierten Kind zu arbeiten und dann geht es wieder in die Traumasituation, das kann nicht klappen. Da ist es eigentlich keine funktionierende Arbeit. Aber man tut es ja trotzdem, man arbeitet ja trotzdem. Und da ist halt die Beobachtung die, dass diese Kinder durch so viele Belastungsfaktoren ihr Leben gekennzeichnet haben, dass es einem wie Hohn vorkommt, wenn dann so Wortschablonen wie Chancengleichheit und so kommen, dann denkt man, ja hallo, die kommen gar nicht dorthin, die gehen in keine Schule, die verschwinden in ihrer virtuellen Welt. Und daher glaube ich, dass Angst halt ein Riesenthema ist und wird, ohne dass ich natürlich so zeitdiagnostisch herumtun will. Dann sagt sie im Buch auch, dass in einer Gesellschaft, in der es Armut gibt, darf es keine Milliardäre geben oder umgekehrt, in einer Gesellschaft, in der es Milliardäre gibt, darf es keine Armut geben und die Macht der Überreichen muss gebrochen werden, um eine Wirtschaftspolitik der Hoffnung zu ermöglichen. Das sind sehr wahre Sätze, aber gleichzeitig hat Martin Schürze im Vortrag auch sehr leidenschaftlich darüber gesprochen, wie so diese Vorschläge von Vermögensbesteuerung, Erbschaftssteuer immer sehr zögerlich und sehr vorsichtig schon vorgetragen werden. Und jetzt zitiert im Buch ja auch zum Beispiel den ehemaligen SPD-Vorsitzenden Borian, der sagt, man fürchtet sich eigentlich schon immer, wenn man den Vorschlag macht, dass man irgendwie zerrissen wird, weil eben die Vermögensverteidigungsindustrie über Macht in Politik, in Medien verfügt. Jetzt ist die Frage, die einfache, sehr schwere Frage, wer soll das denn machen? Oder seht ihr jetzt ein Möglichkeitsfenster, das größer ist als in den letzten Jahrzehnten, um die Macht der Überreichen zu brechen? Unser Anspruch ist ja, dass wir versuchen, sozusagen Untergrenzen zu formulieren, die Armut und soziale Ausgrenzung verhindern und die Demokratie retten und das spiegeln wollen in den Obergrenzen, wo auch die Demokratie und der soziale Zusammenhalt gerettet werden sollen. Und wir glauben eigentlich, dass in beiden Feldern, in der Einkommenswelt des Sozialstaates und des Arbeitsmarktes und in der Vermögenswelt der Überreichen, dass sich da was verschiebt, auch an politischen Möglichkeiten. In der Einkommenswelt habe ich versucht, das Prinzip Hoffnung, das hier herrschen sollte, über Arbeitskräfteknappheit zu besprechen, dass sich hier was dreht, dass sich Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt drehen. Wir haben jetzt 40 Jahre relativ hohe Arbeitslosigkeit hinter uns und das hat die Machtverhältnisse zulasten der Arbeitnehmerinnen verschoben. Aber wenn es wirklich zur Arbeitskräfteknappheit kommen könnte, wäre das ein Moment, wo sich die Machtverhältnisse verschieben. Das muss natürlich politisch gefördert werden und man muss sozusagen versuchen, das zu organisieren. In der Vermögenswelt besprechen wir, dass sich hier auch einiges tut. Die internationale Forschung in der Ökonomie ist ganz stark auf Vermögensverhältnisse, auf Transparenz ausgerichtet. Die besten jungen Ökonominnen und Ökonomen forschen zu Fragen der Vermögensverteilung. In den besten Journals der Welt wird über Vermögen gesprochen. Aber es tut sich auch politisch etwas. Wir sprechen das kurz im Buch an mit der Frage, wie denn jetzt infolge der Kriegssituation die russischen Oligarchinnen behandelt werden. Auf einmal geht es darum, sozusagen, dass man offensichtlich doch Transparenz schaffen könnte, dass man dem nachgehen könnte, dass man den verschachtelten Firmenkonstruktionen nachgehen kann und vielleicht doch herausfinden kann, welchem Oligarchen was jetzt gehört. Aber Oligarchinnen gibt es natürlich nicht nur in Russland, die gibt es in der Ukraine genauso, die gibt es in den USA, die gibt es in Deutschland, in Großbritannien und auch in Österreich. Und auch da dreht sich etwas in der Frage, sozusagen, wie man mit dem Vermögen ganz oben umgehen kann. Und das stimmt uns ein bisschen, denke ich, optimistisch und hoffnungsvoll. Und wir versuchen, die Obergrenzen in der Vermögenswelt ja in dreifacher Weise zu besprechen. Und das eine ist nur die Finanzierungsfrage für den Sozialstaat. Da sind wir zwar vielleicht sozusagen offensiver als die genannten politischen Parteien, aber im Wesentlichen geht es uns hier um Vermögens- und Erbschaftssteuern, die dazu dienen, die Untergrenzen zu finanzieren. Also gute Pflege zu finanzieren, Armut zu verhindern, die Null-Armut-Strategie, die wir vorschlagen, bessere Absicherungen in verschiedenen Sozialversicherungsbereichen zu finanzieren. Da haben wir konkrete Vorstellungen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte. Die zweite Frage, die wir stellen, ist, was darf Eigentum und wie müssen Eigentumsrechte zugunsten der Allgemeinheit beschränkt werden.
Es kommt ein Beispiel, das der Martin nicht so gerne hört, aber ich liebe es, weil es aus der Ära Kreisky kommt, nämlich das Waldgesetz 1975, das ja, das war sozusagen auf Basis des schwedischen Vorbilds, das liebt er auch meistens dann nicht, wir haben über diese Fragen alle stundenlang dann diskutiert. Ja. Darf ich was sagen dann dazu? Du darfst dann was dazu sagen, aber erst nachdem ich das Argument gemacht habe. Also der Kreisky hat auf Basis dieses Jedermannsrechts aus Schweden 75 das Waldgesetz durchgesetzt. Das heißt, dass die Bevölkerung zu Zwecken der Erholung, um also Schwammerl zu suchen und Beeren zu pflücken und wandern zu gehen, den privaten Wald betreten darf, was offensichtlich eine Beschränkung der Freiheit der Waldbesitzerinnen und eine Erhöhung der Freiheit der erholungsbedürftigen Bevölkerung ist. Und auf Basis solcher Prinzipien müsste man darüber diskutieren, was Eigentum darf oder nicht. Also als nächstes würde ich eben dann ganz gern besprechen wollen, wie der Zugang zu den Seen in Österreich ist, die immerhin sozusagen öffentlich gefördert wurden und wo aber jetzt die Privaten sozusagen rundherum sind und den Zugang verweigern. Und auf diese Weise muss man sozusagen über Eigentum sprechen. Was darf es nicht? Das ist unser zweites Prinzip. Und das dritte Prinzip, wo wir in der Vermögenswelt eingreifen wollen, ist eben die Idee eines Maximalvermögens. Die ist uns ja ganz, ganz wichtig und wir glauben eigentlich, dass das eine zentrale These ist, die dann ganz intensiv diskutiert werden muss. Also wenn wir im Sozialstaat die Frage stellen, was ist zu wenig und wie muss man dort mehr hineinbringen, dann wollen wir in der Vermögenswelt die Frage stellen, was ist zu viel? Wo wird es gefährlich für die Gesellschaft? Wo wird es gefährlich für die Demokratie, weil die Überreichen die Medien in der Hand haben, die Politik finanzieren, alle wirtschaftlichen Weichenstellungen stellen und damit die Demokratie gefährden? Und jetzt haben wir zunächst Nobel gesagt, naja, das ist eigentlich, wir sind für Maximalvermögen, aber wir wollen nicht benennen, wie hoch das sein soll. Weil wie sollen wir das als Experten sagen, das sind 500 Millionen oder 2 Milliarden, was auch immer. Und der Armin Thurne hat uns im Gespräch gesagt, der uns hin und wieder beraten hat, hat gesagt, ihr müsst unbedingt eine Zahl dort hineinschreiben. Und die Zahl heißt jetzt 1 Milliarde, dann ist es genug. Weltweit gibt es angeblich 2750 Milliardärinnen, in Österreich 49 Milliardärinnen. Und wir sagen, es ist irgendwann genug und versuchen mit unseren Vorstellungen halt sozusagen solche Aufmerksamkeit auf diese Unter- und Obergrenzen zu lenken, dass man dann versuchen kann, hier anzusetzen. Und wir werden vielleicht, zuerst darfst du mal deinen Einwand formulieren und dann sage ich was, wo ich glaube, dass politische Bewegungen entstehen können. Nein, es war nur eine Kleinigkeit, die mir eingefallen ist. Also mit den Wäldern. Man dachte ja, also ich bin nicht zufrieden, wenn mich der Herr Graf in seinen Wald wandern lässt. Ja? Ich würde als Vermögensforscher gern wissen, wie viel den Habsburgern im Waldviertel wirklich gehört. Ich würde einfach ganz gern diese Bodenverteilung auch problematisieren und diese Eigentumsverhältnisse. Also ich glaube, es besteht immer eine Gefahr, dass man sie zu schnell begnügt. Und aber ich hätte den Eindruck, dass man das uns im Buch nicht vorgeworfen wird. Nein, das kann uns niemand vorwerfen. Schnell begnügen. Nein. Also wir versuchen eher sozusagen einmal ein paar harte Ansagen da hineinzubringen und jede, die das liest, glaube ich, wird sehen, dass wir uns nicht begnügen. Nein, wir haben uns nicht gescheut vor Aussagen. Mhm. Martin, magst du auch noch was dazu? Also zu was? Zu dieser Frage, wer das machen soll, weil das war in deinem Vortrag ja auch recht wichtig, dass man sozusagen sagt, ist das jetzt zum Beispiel auch was, das man durch Aufklärung erreicht oder sozusagen am Verhandlungstisch erreicht oder braucht es irgendwie eine breitere Mobilisierung zum Beispiel, um es mit den Vermögenden aufzunehmen, weil das ist ja nicht ganz so einfach. Ne? Die werden ja nicht dann sagen, okay, das Argument hat mich überzeugt. Genau. Das habe ich nicht gewusst, dass ich so viel habe. Ja, das wird nicht so sein, nein. Und wir sind zwar beide schon recht alt, aber wir haben uns auch nicht auf die Suche nach einem, wir haben uns auch nicht auf die Suche nach einem revolutionären Subjekt gemacht, also das war es auch nicht. Damit kann man natürlich, und niemand, der unsere Sache ausfechtet für uns, das gibt es nicht, sondern was wir eigentlich tun, ist, wir wollen Sachen aussprechen und glauben, damit schon einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, ist es vermessen, anderen was zu sagen. Und das wollte man genau nicht, sondern die Leute, wir haben ja eine Menge an Diskussionen gehabt im Werdegang des Buches. Und ein Vorwurf von Markus war zum Beispiel, dass er gesagt hat,
er kann nicht mehr meinen Menschen lesen. Und bei irgendeinem Beitrag, so eine Kurzfassung, haben wir gedacht, wo sieht der Menschen? Und dann habe ich die Suchfunktion Menschen und dann fand ich in dem Kurztext 20 Mal von mir Menschen. Und dann man denkt, okay, das stimmt tatsächlich, ich sehe immer Menschen. Aber das ist, kommt vermutlich daher, dass ich ganz tief sitzend habe, ich würde den anderen nichts einreden. Ja? Und außerdem sehe ich sonst als Ökonom ohnehin fast nur Klassen. Und ein Klassenbuch wäre es nicht gewesen, was wir machen hätten gemeinsam können. Und daher sind die Menschen. Und da geht es dann halt immer um was, was eher fad und scheel ist. Aufklärung und offene Debatten und sie stellen. Und ich glaube, das Buch ist mit offenem Visier geschrieben. Also wenn die Angriffe nicht nur ad personam sein wären, ein eigener Klassenkampf, alte Rezepte, Kommunismus und so, dann glaube ich, haben wir eine gute Basis gelegt, argumentativ. Mhm. Aber das Problem bleibt natürlich. Ja. In einer Welt, die so ungleich ist, ist das Entertainment. Ja? Man wird von Reichen gefördert und die finden es auch unterhaltsam. Die Reichen geben sie ja nicht ins Gefecht, die kommen ja nicht raus, sondern die haben ja eben Leute, die für sie das erledigen. Ich hätte noch eine letzte Frage zu dieser Gegenüberstellung Angst und Hoffnung. Also Angst ist für euch auch ein Herrschaftsinstrument des Neoliberalismus. Man ängstigt Leute in schlechte Jobs, in bestimmte Nöte und materielle Ängste rein. Und Hoffnung ist sozusagen das, was emanzipatorische Wirtschaftspolitik und ein starker Sozialstaat leisten sollte. Aber ist nicht eine bestimmte Form der Hoffnung auch ein neoliberales Herrschaftsinstrument? Weil wenn ich jetzt nicht zu den Arbeitslosen oder zu den Ärmsten gehöre, oder vielleicht sogar wenn ich zu den Arbeitslosen gehöre, spielt es doch immer auch mit dieser starken Hoffnung, ich kann es schaffen. Also ich im Unterschied zu den anderen, wenn ich mich anstrenge, wenn ich diese Ausbildung mache, wenn ich besonders ehrgeizig bin, dann kann ich der sein oder die sein, die es schafft. Wie unterscheidet sich dann eure Hoffnung von dieser Hoffnung, die ich sagen würde, ist schon auch ein stabilisierendes Moment oder motivierend, um da irgendwie mitzumachen? Ich? Möchtest du nachher was dazu sagen? Okay, unsere Hoffnung ist eine solidarische. Unsere Hoffnung ist eine, die auf ein Miteinander zielt. Unsere Hoffnung ist eine, dass es etwa in Gerechtigkeitsfragen quer über die ganze Vermögensverteilung einen Konsens geben darf. Marlene Engelhorn zum Beispiel ist so eine Vertreterin, die einfach vom Gerechtigkeitsüberlegungen trotz einer anderen Vermögensposition sicherlich unsere Ansicht teilen kann. Und da ist es etwas, wo man Spielraum hat, weil man über Argumente, wie eine Gesellschaft sein soll, wie ein gutes Leben sein soll, wo man ganz andere Allianzen finden kann. Klarerweise braucht der Neoliberalismus auch Hoffnung. Das ist die Hoffnung des Habens, die Hoffnung des Privateigentums und dass Gier erlaubt ist und dass Gier auch was Gutes ist. Und das ist halt jetzt therapeutisch gesprochen, muss diese Hoffnung trotzdem scheitern, weil wir sind hier eine endliche Zeit hier auf Erden und alles ist begrenzt von den Ressourcen her und so. Und auch der größte Weltraumausflug, also bringt irgendwann die Hoffnung, oh, sterben muss ich trotzdem. Ja? Und diese Hoffnung ist eine, die, wo man allein bleibt letztlich. Hingegen bei unserer Hoffnung geht es eben um ein Miteinander sein. Und das soll ja Ersatz sein dafür, dass, also wir argumentieren ja immer, man lebt in einer Einkommenswelt, mit einem guten Sozialstaat lebt man gut. Man muss nicht große Reserven haben, weil der Sozialstaat solidarisch stehen würde. Ja? Und in dieser Hinsicht ist eben eine geteilte Hoffnung, an die wir glauben, die sich daher krass unterscheidet von den Fantasien halt. Ja, nun das noch einmal verstärkend, also die neoliberale Sichtweise ist ja immer eine der Vereinzelung, sowohl bei den Ängsten, die Armen sozusagen
sollen weiter verängstigt werden, ziehen sich weiter zurück, das Solidarische ist weg, als auch bei den Reichen. Na, wann irgendwer vermögender will, dann kann er ja spenden, kann er zum Philanthropen werden und das Geld wieder vereinzeln. Und unsere Gegenposition ist natürlich immer die solidarische, gesellschaftliche. Gemeinsam gilt Armut, Ängste, soziale Ausgrenzung zu verhindern durch gemeinsame Aktionen, durch den Sozialstaat, in diesem Fall, der verbessert werden soll. Und gemeinsam muss es gelingen, in einem demokratischen Diskurs, in einer gesellschaftlichen Debatte zu überlegen, was ist zu viel, wo ist es aus. Wir erwarten uns ja von dieser Debatte des Maximalvermögens einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, wer hat zu viel. Und wir wollen, dass das demokratisch gesetzt wird, also gemeinsam gesetzt wird, diese Grenze, wo es zu viel ist, wo die Obergrenze liegt. Das heißt, es ist ein ganz anderer Zugang, sowohl in Bezug auf die Ängste als auch in Bezug auf die Hoffnungen. Und oft wird jetzt gesagt, ja, aber wir brauchen diese Individualisierung, denn davon lebt die Dynamik in der Gesellschaft und das ist der wirtschaftliche Strukturwandel und alles geht voran. Wir würden sagen, genau das Gegenteil ist wahr. Innovation, neue Ideen, die entstehen bei Leuten, die die Sicherheit haben, die sich auf was verlassen können. Das wäre die These von Danny Roderick, der berühmtesten Globalisierungsökonomen, einem Amerikaner, der genau gezeigt hat, auch mit vielen historischen Beispielen, die Welt wurde erobert, unter Anführungszeichen, von Leuten, die Sicherheit hinter sich hatten. Das heißt, wenn man sichere Grundlage hat, dann kann man gemeinsam mit anderen was voranbringen und das wäre dieses solidarische Element, wo wir glauben, dass es nicht nur sozusagen sozial das Verträglichste ist, sondern auch wirtschaftlich die vernünftigste Weichenstellung. Ich würde jetzt ins Publikum schauen, ob es Fragen gibt. Ich sehe leider sehr schlecht. Sammeln wir am besten mal 3 Fragen. Okay, es gibt, glaube ich, hier, also ich sehe 3 Hände in der Luft. Ich sehe Sie da auch noch, aber gibt es ein Mikrofon oder? Okay. Ja, ich wollte erstmal Danke sagen für eure schöne Präsentation und auch, dass ihr euch das angetan habt, das Buch gemeinsam zu schreiben. Ich glaube, es ist offensichtlich geworden, dass das sehr produktiv ist. Also vielen Dank erstmal dafür. Und dann euch noch eine Frage stellen, nämlich inwieweit ihr auch sozusagen im Buch oder was eure Gedanken hier heute dazu sind, die Klimakrise aufgreift. Aus 2 Gründen, weil das, glaube ich, ganz gut mit eurem Narrativ zusammenpassen würde. Die schwedische psychotherapeutische Vereinigung hat die Klimaangst als Depression mittlerweile anerkannt, insbesondere bei jungen Menschen. Und andererseits, weil wir eigentlich beobachten können, dass in letzter Zeit auch so ganz klassische ökologische Institutionen wie der IPCC oder zuletzt auch der Club of Rome argumentiert haben, wir können es eigentlich nur schaffen, wenn die soziale und die ökologische Frage zusammengedacht werden. Also der Club of Rome, sehr grafisch, wir können es nur schaffen, wenn die Reichen die Rechnung bezahlen werden. Dann habe ich gesehen, dass da vorne jemand war. Ja. Ja, meine Frage betrifft den Begriff der Armut. Also ich habe schon mal bei einer Veranstaltung, ich glaube, der Martin Schenk war das, der die Definition gebracht hat, das war, glaube ich, arm ist, oder die Armutsgefährdungsschwelle, glaube ich, war es, das ist auch schon Teil der Frage, ist 40% und also vom Medianeinkommen. Jetzt, wenn man das so definiert, ist klar, dass es immer eine beträchtliche Zahl von Armen gibt und geben muss. Selbst wenn wir alle schon Millionäre sind, da gibt es unter denen nur immer welche, die 40% unter Median sind und daher als Millionäre nur immer arm sind. Also die Frage ist, wie ist in eurem Konzept der Begriff der Armut verwendet? Wenn man ihn so definiert, kann ich nicht sagen, ich möchte die Armut, schon gar nicht die Armen, aber auch nicht die Armut bekämpfen, sondern muss ich sagen, ja, wenn ich so definiere, gibt es halt die Armut, aber ist wunderbar. Das ist meine Frage. Was ist der Begriff der Armut in eurem Konzept? Ja, ich habe keine Frage. Ich sage was. Ja? Geht das? Da. Ja, und zwar, ich denke ein bisschen in sehr verwandten Begriffen, Vorstellungen zur Angst eher, aber ein bisschen anders. Also bei mir geht es irgendwie um den Mut und um die
Entmutigung und die Ermutigung und durchaus auch individuell. Und ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, dass ich weiß jetzt nicht, wie der Martin das gemeint hat, mit dem, sie waren nicht auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt, aber ich habe schon immer wieder den Wunsch, dass ich mir vorstelle, was für Menschen braucht man, die sozusagen dann imstande sind, das auch zu erkämpfen, worum es hier geht. Ja, Sie haben das ja auch angesprochen, wer soll es machen, wer kann es machen. Und ich würde da gerne noch darauf hinweisen, dass es eben um die Rettung der Größenfantasien geht. Also nicht nur um Angst zu bekämpfen, sondern wirklich um den Thymus, um den Stolz, um den Mut aufrechtzuerhalten, wo kleine Kinder haben Größenfantasien und die müssen dann imstande sein, mit den Frustrationen umzugehen, wo sie sozusagen gestutzt werden im Laufe des Lebens. Und dann ist eben die Idee, dass man das, also entwicklungspsychologisch, dass man das dann an die Eltern delegiert. Und die das weitertragen als Ideal-Ich und dann irgendwann einmal in der Pubertät und später, dass man das dann wieder auch selber übernimmt und die Größenfantasien sozusagen in politischen Projekten gesellschaftstauglich unterbringt, realisiert, ja. Und da sehe ich nämlich auch dieses Problem mit der Angst und mit dem Versagen der Eltern, weil solche Eltern eben nicht imstande sind, für die Kinder diese Funktion zu übernehmen, dass man dort als Kind die Größenfantasien unterbringt. Also jetzt im Sinne der Therapie und der Pädagogik wäre das für mich eine wichtige Sache. Dass man eben Menschen, also sozusagen Menschen sozialisiert werden, die imstande sind, dann zu kämpfen und die Spielregeln zu ändern in der Welt und die bedrückenden Verhältnisse zum Tanzen zwingen. Danke. Machen wir mal hier jetzt eine Runde und dann, okay. Also die erste Frage, die Frage nach der Klimakrise. Ja, wir sind beide keine Klimaökonomen, da müssten wir uns ja an dich wenden, Lukas. Aber wo wir die Klimakrise aufgreifen, ist in diesem Konzept der Grenzen. Wir sagen, wenn der Kapitalismus überhaupt in irgendeiner Weise funktionieren kann, dann nur, wenn er eng begrenzt ist. Und das, wenn ihm enge Grenzen gesetzt werden, und das in vielfacher Hinsicht. Im Klimathema ist es klar, der Kapitalismus, wenn man den wirken lassen würde, dann explodiert der Planet und die Sache ist erledigt. Das heißt, wir brauchen hier enge gesellschaftliche gesetzte Grenzen, damit diese Klimaziele erreicht werden können. Wir diskutieren das natürlich primär in der sozialen und wirtschaftlichen Ebene und verfechten hier eben unser Konzept von Untergrenzen und Obergrenzen. Aber die Verbindung entsteht, glaube ich, ganz stark auch in der Frage der Bewegungen, die vielleicht solche Ideen, solche Grenzen setzen könnten. Weil der große Vorteil oder das große Bemerkenswerte an der jetzigen Klimabewegung ist ja, dass dort die Frage des Sozialen eine enorm große Rolle spielt. Also dass dort ökologische Fragen nicht nur als ökologische Fragen diskutiert werden, sondern auch als soziale Fragen. Wer löst diese Klimaprobleme aus? Mehr die Reichen als die Armen. Und wem muss man helfen, um die Transformation, die notwendig ist, gut bewältigen zu können? Die Armen brauchen vor allem die Unterstützung in vielfältiger Hinsicht in der Klimapolitik. Das heißt, hier gibt es die Zusammenhänge, aber wir deuten diese ökologischen Fragen im Buch nur an, weil wir nicht ausreichend kompetent sind, denen auch nachzugehen und weil wir ohnehin schon genug Diskussionsbedarf bei den Themen hatten, wo wir glauben, dass wir kompetent sind und nicht mehr auch unter Druck des Verlages sehr viel mehr Zeit gehabt hätten, noch viel mehr zu diskutieren. Ich wollte kurz zu dieser Armutsfrage noch Stellung nehmen. Wir diskutieren im Buch, da gibt es ein eigenes Armutskapitel, wo wir sehr lang darüber resonieren, was wir unter Armut verstehen. Und wir unterscheiden natürlich zwischen manifester Armut, also die Leute können sich nicht leisten, gewisse Grundbedürfnisse, ich habe es vorher bei den Arbeitslosen kurz angesprochen, zu finanzieren. Und zeigen das auch, wie Armut, manifeste Armut auch mit Reichtum zusammenhängt, weil die Kinder vorher angesprochen wurden, also im Buch kommen die konkreten Zahlen, dass 94.000 Kinder in Österreich sozial und materiell depriviert sind, 46.000 davon
stark und dass auf der anderen Seite 80.000 Kinder in Millionärshaushalten leben. Und wir versuchen über diese Zusammenhänge klarzumachen, dass Arm was mit Reich zu tun hat und dass Untergrenzen was mit Obergrenzen zu tun haben. Warum sind Kinder arm? Weil ihre Eltern arm sind, hat Martin vorher gesagt. Warum sind Kinder reich? Weil ihre Eltern reich sind. Und auf diesen Ebenen muss man das auch verhandeln. Es reicht nicht sozusagen nur über arme Kinder zu reden. Wir müssen auch über die reichen Kinder, nicht nur über Arme reden, sondern auch über die Reichen reden, um das zusammenzubringen. Und dann gibt es natürlich die Frage sozusagen der Armutsgefährdung. Das ist definiert. 60% des Medianeinkommens, 1370 Euro im Moment die Armutsgefährdungsschwelle. Wir halten das für ein relevantes Konzept, weil Armut immer was Relatives ist und vom Zustand der Bevölkerung, vom Zustand sozusagen der Wirtschaft und der sozialen Situation abhängig ist. Sehr oft hört man, na, die heutigen Armen, ich meine, die sind fürchterlich arm, aber denen geht es besser als irgendein Edelmann im Mittelalter, weil der hat auch nur einmal in der Woche was Warmes zum Essen gekriegt. Ja, aber das ist nicht die relevante Frage, sondern im Mittelalter muss verglichen werden der Edelmann mit denen, die damals verhungert sind, und heute muss verglichen werden die Leute, die sich nicht leisten können, irgendeine unerwartete Anschaffung oder die sich nicht leisten können, sich und den Seinen eine Kleinigkeit zu gönnen, mit dem Reichtum, den es heute gibt. Deshalb ist das Relative relevant. Und wir würden zurückweisen zu sagen, naja, wenn alle reicher werden, dann geht es eh den Armen auch besser. Nein, es ist immer sozusagen diese relative Frage. Aber das Armutskonzept spielt sich in der Einkommenswelt ab. Und dort diskutiert man es ja vor allem. 60% des Medianeinkommens. Die Vermögenswelt ist ein ganz anderer Planet. Und wir versuchen halt in unserem Buch diese Planeten der Einkommenswelt und der Vermögenswelt zusammenzubringen. Ja, von meiner Seite, Lukas, ich glaube auch, du hast es zwar höflich formuliert, aber du weißt darüber sicher mehr als wir. Wir glauben allerdings aber auch, dass es natürlich dort sehr gute Verknüpfungspunkte gibt zu unserem Grenzsetzungskonzept, was uns so wichtig ist. Und dass es dort eben auch, was vielfach bei abstrakten Zahlen wichtig ist, die Möglichkeit von Bildern gibt. Und die Möglichkeit von Allianzen, von gemeinsamen Interessen und dass das natürlich Überreichtum und Klimaprobleme ganz ein wichtiges, aber von uns nicht erforschtes Thema ist. Ja. Das Zweite, was der Markus gesagt hat, will ich nur noch einmal betonen, weil es uns so wichtig ist und weil es immer wieder passiert, Einkommensvermögen wird immer vermischt. Das wird teilweise absichtlich gemacht. Ja. Aber Einkommensarmut und nicht Einkommensreichtum, sondern Einkommensarmut und Vermögensreichtum begrenzen die Gesellschaft. Und das muss man erst übersetzen, wie da die Relation ist. Aber das ist extrem wichtig, weil sonst habe ich die Diskussionen zwischen jenen, die Sozialhilfe beziehen und jenen, die einen irrsinnig miesen Lohn haben. Und dann können die einen mit einem miesen Lohn neidisch sein auf die, die noch weniger haben. Ja? Und daher ist es uns immer so wichtig, das relationale Moment von ganz unten nach ganz oben aufzuzeigen. Ja? Also es geht uns um Ungleichheit, um diese gesellschaftliche Verfasstheit und wir greifen uns nicht willkürlich, etwa die Mitte wird immer sonst herausgegriffen. Ja? Und der Blümel hat letztens in der NZZ geschrieben, ja die Mitte, und das habe Aristoteles schon den Mittelstand so wertvoll aufgrund der Tugenden und so gefunden. Ja, gut, wenn er das konsequent weiter, müsste er sagen, dann sind die Reichen die Tugendlosen. Dann hätte er das nicht durchgezogen. Was wir eben wollen, ist die komplette Gesellschaft betrachten. Und wir nehmen uns nicht die Lieblingsgruppe aller Politiker, die Mitte. Ja, und deswegen glaube ich, das, ja, und Eva, was du gesagt hast, das teile ich, solange es die Kinder betrifft. Aber ich suche keine Erwachsenen mit Größenfantasien. Da gibt es für mich viel zu viel. Ja, du hast ein mutiges, stolzes, und da stelle ich mir schon den Arbeiterhelden vor. Und das war eben das, was wir gesagt haben. Wir haben nicht gesagt, das Proletariat marxistisch ist es, die sozialen Veränderungen bringen wird. Das haben wir nicht gesagt. Und der Markus hat gemeint, ich weiche das auf mit den Menschen. Und an das haben wir ja auch diskutiert, aber
Wir wollten einfach niemand anderen einen Job zuteilen, ja? Dass man sagt, na bitte, treibt die Veränderungen voran, sondern wir wollten selber was leisten, was wir können, wo wir uns auskennen, dass wir dort einfach Tacheles reden. Ja, ja, gibt es noch weitere Fragen? Ich habe das Mikro netterweise bekommen. Von dem vielen Interessanten und aus meiner Sicht Richtigen, was ich da gehört habe, würde ich gern anknüpfen an dieses Schürzsche, Adlersche Schlussplädoyer der Wichtigkeit der Gemeinschaft. Und ich denke mir, dass diese Gemeinschaft, die fällt ja nicht vom Himmel. Da muss irgendwer was dafür tun, da muss man sich drum kümmern, da müssen Leute dafür sorgen. Da habe ich gehört und stimme ich natürlich auch voll überein, ist der Sozialstaat und alles, was er da schafft an Rahmenbedingungen, extrem wichtig, aber da gibt es auch die ganzen Sorgetätigkeiten und das wäre für mich noch so ein bisschen also einer offener Punkt, wo ich gerne nochmal nachfragen würde, wo das in eurem Denken, Konzept, ich weiß nicht ganz genau, wie ihr es selber nennen wollt, wo das Platz hat. Soll das durch die guten Jobs alles abgedeckt werden? Wäre nicht mein, keine Überraschung, wäre nicht meine Idee. Ja, das wäre einfach meine Frage, wo ist der Raum für das oder wo entsteht der aus diesem, in diesem Denken, das ihr da präsentiert habt? Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage bezüglich des bedingungslosen Grundeinkommens, ob Sie sich im Zuge der Recherche Ihres Buches damit beschäftigt haben, weil das hat ja auch implizite Auswirkungen auf die Ängste der Leute, wenn Abstiegsängste dann dadurch reduziert werden, sozusagen, dass eine Existenz gesichert ist. Ja, das wäre meine Frage. Danke. Erstmal vielen Dank für die Präsentation, es war sehr cool und den Punkt, den reichendes Geld wegzunehmen, unterstütze ich voll. Dazu hätte ich aber eine Frage, den Vermögensdeckel, den ihr angesprochen habt, kam mir in den Sinn, okay, wenn wir denen jetzt das Geld wegnehmen ab der 1 Milliarde, dann haben sie in der Regel ja trotzdem Produktionsmittel, also so viel Kunst hat ein Milliardär, eine Milliardärin in der Regel nicht. Das heißt, es wird massiven Widerstand geben. Ihr habt sehr viel jetzt über Geld gesprochen, den Punkt Macht habt ihr jetzt nicht so viel angesprochen. Auf der anderen Seite, wenn man diese Produktionsmittel mit Steuern oder irgendwie mit verstaatlicht, sind wir an dem Punkt, naja, der Thomas Schmidt hat selbst gesagt, du bist halt die Hure der Reichen und der war Chef der ÖBAG oder Volkswagen ist jetzt auch nicht so ein super Vorzeigeunternehmen, obwohl es 25% dem Land Niedersachsen gehört. Wie ihr euch das vorstellt, gerade mit dieser Verquickung von Geld und Macht in dem Fall. Ich beginne mal mit der Frage der Sorge, Arbeit. Also wir diskutieren ja Arbeit in unterschiedlichsten Aspekten im Buch und erheben vor allem den Anspruch, dass es darum geht, gute Arbeit für alle zu schaffen. Aber wir diskutieren dann, und da haben wir lang drüber gesprochen auch, müssen nicht die Ansprüche weitergehen und geht es nicht um sinnerfüllte Arbeit, was eigentlich das Ziel für alle sein sollte. Und sinnerfüllte Arbeit kann natürlich nicht nur auf der Ebene der Lohnarbeit diskutiert werden. Es kann ja sehr viel weitergehen. Wir glauben, dass hier möglichst viele verschiedene Aspekte von Arbeit angesprochen werden könnten, aber dass man Freiräume in der Lohnarbeitswelt schaffen muss, dass diese Arbeiten auch geleistet werden können. Und wir haben deshalb wir haben heute noch gar nicht über Freiheit gesprochen, obwohl das im Buch relativ einen großen Aspekt hat. Und ich möchte es jetzt deshalb nur kurz in dieser Einkommens- und Arbeitswelt ansprechen. Wir glauben, dass das emanzipatorische Projekt niemals verzichten kann auf Arbeitszeitverkürzung als ein Instrument, um mehr Freiheit in die Arbeitswelt hineinzubringen. Und Arbeitszeitverkürzung bei Normalarbeit, bei Vollarbeitszeitverhältnissen kann ja dann unterschiedliche Dinge ermöglichen, kann mehr Freiraum schaffen für die Sorgearbeit oder andere Formen von Arbeit, die notwendig sind, kann aber auch natürlich mehr Freiraum schaffen für zusätzliche Lohnarbeit, für Teilzeitbeschäftigte, die ihre Stunden aufstocken wollen. Also unter diesem Gesichtspunkt würde ich das nur kurz ansprechen wollen.
Die Frage Grundeinkommen hat am Anfang in unseren Debatten eine Rolle gespielt. Unser Konzept ist nicht das eines Grundeinkommens, aber eigentlich eine Art materiellen Grundsicherung. Was meinen wir damit? Nachdem wir auf den Sozialstaat ansprechen und dort sagen, es muss ausreichend Geldleistungen geben im Sozialstaat, damit die Armut überwunden wird, und gleichzeitig muss es einen Anspruch aller Bevölkerungsgruppen auf die sozialen Dienste geben. Das geht von Bildung über Wohnen, über Pflege, über Gesundheit. Alle diese Dinge werden dort diskutiert. Der Anspruch besteht aber also auf sozusagen soziale Dienstleistungen durch den Sozialstaat. Es ist kein Anspruch auf ein Grundeinkommen, dem ich jedenfalls sehr skeptisch gegenüberstehen würde, weil es als Alternative zum Sozialstaat zu diskutieren wäre, sondern unser Anspruch ist, dass alle diese Zugänge, das Recht, den Anspruch auf gute soziale Dienste haben und damit Gleichheit, aber auch die sozialen Untergrenzen definiert werden. Zum Vermögen sagst du jedenfalls was, oder? Gut. Und zu allem anderen auch. Zum Grundeinkommen bitte ausführen. Ja. Genau. Das waren schwierige Gespräche, aber nicht, weil wir unterschiedlicher Meinung waren, sondern weil wir selbst das Gefühl gehabt haben, dass da Fragen auf uns zukommen werden, die wir vielleicht nicht so besonders gut beantworten können, aber das bedingungslose Grundeinkommen, ich will es wenigstens ehrlich beantworten, das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich keine Gesellschaftsvision, weil es sich darauf konzentriert, ich habe es vorher gesagt, Einkommensarmut versus Vermögensreichtum, es konzentriert sich also auf die eine Seite, und in unserem emanzipatorischen Konzept geht es um einen Rahmen. Dieser Rahmen, wenn man jetzt sagen würde, ja, zur Finanzierung von bedingungslosen Grundeinkommen brauche ich ohnehin Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern, und die wollen wir auch, und dann wird das schon gehen. In unserem Buch gehen wir aber tatsächlich einen Schritt weiter. Wir sagen ja nicht nur, wir brauchen das Geld zur Finanzierung von Pflege, zur Finanzierung der von uns vorgeschlagenen Null-Armuts-Strategie, sondern wir sagen ja, die soziale Welt soll geringere Distanzen haben, die sollen zusammenkommen. Bei uns ist ja die Vorstellung jene, dass es Menschen gibt, die zu viel haben, an sich zu viel. Nur nicht gesagt, das verwendet man für die und die gute Sache, ja? Sondern grundsätzlich einfach, nein, ein Gemeinwesen kann nicht funktionieren, wenn die Leute zu weit auseinander sind, ja? Das würde man beim bedingungslosen Grundeinkommen, das eben in neoliberaler Hinsicht als Alternative zum Sozialstaat angesehen wird, das würde mir verloren gehen, und das halte ich halt für extrem wichtig. Ja? Die Frage des Wegnehmens, die bei uns kein Wegnehmen ist, sondern das ist letztlich einfach ein Zurückgeben und eine Grenzziehung. Und diese Frage, die stellt man ja bei Vermögenssteuer schon, geht es überhaupt? Ja? Und wenn man die bei Max und dort würden wir und beantworten wir es in unserem Buch ausführlich mit Vorschlägen, wie das geht. Ja? Da haben wir ein Konzept drinnen. Bei der 1-Milliarden-Grenze, ja, dass man gesagt kriegt, das geht ja alles nicht, das ist für mich der Beleg, nicht, dass es technokratisch nicht geht, sondern ist der Beleg dafür, dass die Leute mit der Demokratie schon sie eh nicht mehr dran glauben. Ja? Das ist abgefunden. Weil sonst ist es ja Wahnsinn, wenn man so sagt, alle sind für Vermögenssteuern, oder es wird immer wieder so veröffentlicht, wahnsinnig viel sind Vermögenssteuern, warum macht es dann niemand? Und dann sagt man, na, die Reichen wollen es nicht. Ja, dann legen wir am besten jeden wirtschaftspolitischen Vorschlag zur Absegnung unseren Milliardären vor. Das ist also eine Gesellschaftsvision, die ist defätistisch, wenn ich sage, die sind ja alle gleich weg. Ja, mag sein, dass sie gleich weg sind, aber genau das ist ja unser kritischer Befund, dass die zu viel Macht haben. Ja? Das trifft es ja. Sozusagen, was wir vermeiden wollen, ist, dass die Ökonomen aufspielen und auf technokratische Weise jetzt sagen, das Konzept schaut so aus und aus opportunistischen Gründen tun wir die kleinen Eigenheimbesitzer gar nicht erwähnen, weil die werden sonst sehr böse, und dann dass sie so nimmt man sich ein Privileg heraus, das man eigentlich nicht hat. Weil wir haben in diesen Fragen einfach
als an der Demokratie interessierte Position eingenommen. Ja? Wie ist mit der Sorgearbeit, um auf das auch noch zu kommen? Na, wir wollen nicht alle in Jobs drängen und wir sehen nicht das Glück in der Lohnarbeit, aber wir gehen um mit Finanzierungsnotwendigkeiten bezüglich Pensionssystem und versuchen das alles in sehr fragiler Weise, würde ich sagen, unter einen Hut zu bringen. Also, dass Leute nicht einfach nur ums Überleben raufen wollen und daher jeden Scheißjob nehmen müssen, sondern und dass die anderen für Sorgearbeit überhaupt nichts kriegen und so. Mit all diesen Herausforderungen versucht man so umzugehen, dass man an den Zielen, Interessen, Bedürfnissen, Hoffnungen von Menschen direkt, jetzt habe ich es schon wieder gesagt, von Menschen bleiben und dass man ja keine Experten Rezept vorlegen versuchen, sondern unser beider Zugänge ausweisen. Ja? Mehr ist es nicht. Das war übrigens das Pendant, nur denn das konnte jetzt niemand außer mir verstehen, mit den Jobs. Also wenn ich dem Martin 723 Mal Menschen aus dem Text gestrichen habe, hat er mir Jobs herausgestrichen. Ja? Nur damit es klargestellt ist. Weil die Michaela Moser im Kopf hatte. Leute, die Sozialdemokratie mag die einfachen Leute. Ein Kreisky-Programm hieß Der Mensch im Mittelpunkt aus 1978, oder? Also der Mensch ist natürlich im Mittelpunkt, aber er muss nicht 723 Mal im Text vorkommen. Ja, also wenn es noch weitere Fragen gibt, ich muss leider die Fragerunde schließen, aber die beiden sind eh noch länger da. Man kann euch ja dann auch direkt fragen oder Kritikpunkte anbringen oder Lob. Die Bücher wird es draußen beim Büchertisch geben, falls ihr die kaufen wollt. Und sonst danke für die angeregte Diskussion und die tolle Präsentation. Und es wird noch ein bisschen Musik geben. Schönen Abend. Erstaunlich oft bin ich in meinem Leben der letzte Stopp vom Büchertisch oder der letzte Stopp vom Buffet. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch zuhört. Wenn ihr schon geht, ist auch cool. Wenn ihr bei uns bleibt, freuen wir uns. Wir haben noch zwei Songs. Der eine handelt davon, was ich im Lockdown nicht gemacht habe und davor auch selten. Er heißt Putz die Fenster. Und es geht weiter mit Deiner Seele sauber. Ich will sowieso keinen Streit und ich kann es selbst nicht mehr hören, hab für den Scheiß keine Zeit, wünsch mir so, es hörte auf, die Frequenzen zu stören. Doch wenn ich sehe, wie du festhängst, immer in Schleife, Stimme mit Inbrunst, immer mit Frust, kann ich manchmal fast berühren, was du verdrängst, immer das Gleiche, immer im Streit, immer im Loop. Du siehst dich selbst, dass sie zu kurz gekommen ist, baust eine eigene Wand und dann rennst du dagegen an, schaust jeden Tag deine Story und dich selbst in die Opferrolle, alle immer gegen dich, alle immer gegen und bist so, bitte putz, putz, putz. Fenster deiner Seele sauber. Wisch, 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 nimm doch den Staub aus deinem Herzen raus. Glaub mir oder nicht, dass dieses Leben nicht ewig dauert. Alles, was du wegwirfst, ist weg und es frisst dich auf. Du und ich sind grad nicht auf einer Wellenlänge. Für den Strand, unser Feind, so fickt mir wirklich grad der Sonnenhut. Ich muss raus aus der Glut und der Hitze und ich weiß, wo ich Schatten finde. Koch doch vor dich hin, wenn du glaubst, dass du brennen musst. Manchmal frage ich mich, ob's daran liegt, dass du von Art und fahrig bist. Die Wunde subkutan, du kommst nicht dran, doch tragisch ist, du magst es nicht, wenn jemand sagt, geh mal in dich. Was du da triffst, ich weiß es nicht, doch glaub ich dir nicht mehr. Du so schwer am Tragen bist, wir alle haben Phasen, kennen Tage ohne Tageslicht, hängen manchmal fest, brennen manchmal destruktiv, doch wenn du nur erzählst, traurig und verletzt bist, dann frage ich mich, hast du denn Angst, dass du nicht mehr hast, die Verletzung?
Putz mal die Fenster deiner Seele sauber. Wisch, wisch, wisch du doch den Staub aus deinem Herzen. Glaub, glaub, glaub mir oder nicht, dass dieses Leben nicht ewig dauert. Alles, was du weg wirst, ist weg. Und es frisst dich auf. Bitte putz, putz, putz doch mal die Fenster deiner Seele sauber. Wisch, wisch, wisch du doch den Staub aus deinem Herzen raus. Glaub, glaub, glaub mir oder nicht, dass dieses Leben nicht ewig dauert. Alles, was du weg wirst, ist weg. Und es frisst dich auf. Dankeschön. Was in dem Song ein bisschen erzählt wird, ist, dass es auch Gespräche gibt, aus denen man rausgehen muss. Ich möchte noch eins ergänzen zur Hoffnung. Ich komme ja aus einer sehr feministischen Kulturarbeit. Ich bin auch froh um die Frage der Sorgearbeit aus dem Publikum. Und was ich gelernt habe, was immer hilft, ist, kleine Schritte, die Erfolge erzählen, aber die kleinen Schritte oft und ständig machen. Habe ich gelernt von diesen 70er Jahre Feministinnen, von denen ich so viel lernen durfte. Der letzte Song heißt Schlaflos und ist allen gewidmet, die gelegentlich nächtelang wach liegen, weil sie vielleicht Sorgen haben. Ich habe manchmal Sorgen, manchmal habe ich Netflix, beides ist im Song drinnen vor. Und darf ich noch mal kurz sagen, Giulia Anastasio, Stefan Thaler und die Beats, die quasi eingespielt wurden, sind ursprünglich von Philipp Tenderboy Diesenreiter. Und wir sind im Internet zu finden und in Real Life auch. Warum?
Casillo, Stefan Thaler. Mein Name ist Mieze Medusa. Und herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank für den fantastischen Ton auch.